Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video, wo wir eventuell wieder so ein klitzekleines bisschen in der, naja, in der Teekiste rumbummeln, denn vielleicht erinnert ihr euch, vor einer Weile habe ich so ein ähnliches Video schon mal gemacht über Max Factor und das Video hat recht große Wellen geschlagen und war auch sehr beliebt, nicht nur bei euch, sondern auch bei Max Factor und ihr wisst, ich arbeite ja jetzt für ein paar Sachen nicht nur mit Max Factor, sondern auch mit einer anderen Marke zusammen, die worüber das entstanden ist. Und wir arbeiten gemeinsam nicht unbedingt an Produkten, sondern an, wie können wir Marken wieder ein bisschen spannend machen. Und das ist etwas, was mir super viel Spaß macht und ich richtig viel Freude habe. Und ich habe so ein bisschen überlegt, so, was gibt es denn noch so für Marken, die irgendwie so ein bisschen so unterm Radar fliegen bei mir. Und Überraschung, es ist Art Deco. Ich weiß es nicht, wie es bei euch ist, aber ich kenne tatsächlich selbst nur ein Art Deco-Produkt, was schon immer irgendwie da war und das ist das Magic Fix. Das benutzt meine Mutter seit 35 Jahren. Und das ist auch tatsächlich das einzige Produkt, was mir irgendwie so im Kopf war. Und ich dachte mir, okay, krass, die Sachen sehen ja wirklich nicht schlecht aus. Warum ist Art Deco nicht so populär auf YouTube? Und das werden wir heute so ein bisschen besprechen. Ich habe ganz, ganz viele tolle Produkte bekommen und das Video entsteht in Unterstützung mit dem Thiemann-Shop. Und vielleicht kennt ihr sie schon, ich habe schon mal mit denen zusammengearbeitet. Das ist ein ganz, ganz wundervolles Familienunternehmen, was aufgrund der aktuellen oder der Corona-Situation von stationär einen Großteil auf online verlegt hat. Und um sie natürlich auch so ein bisschen zu unterstützen, mache ich das Video natürlich gerne. Sie haben mir die Produkte gegeben und ich habe was ganz, ganz Cooles für euch. Das muss ich euch vorlesen, weil es sind sehr, sehr viele Aktionen, die ihr mit einer Bestellung auslösen könnt. Und da freue ich mich natürlich ganz besonders. Und zwar gibt es einen Code und der ist Maxim20. Und mit dem Code bekommt ihr natürlich 20% auf alles, was im Thiemann-Shop ist. Und zusätzlich gibt es zu jeder Bestellung 3 Goodies von Escada. Wir haben einmal hier so ein Cardholder, super gut für unterwegs, da kann man seine EC und Kreditkarten mit reinmachen. Das ist mit dabei. Dann ist hier eine Moisturizing Body Cream mit dabei. Ich rieche jetzt mal dran. Oh, ein bisschen fruchtig, ein bisschen Cotton Candy, super, super lecker. Und, nicht oder, und hier ein, das ist so ein Phone Ring Holder. Und es gibt auch bei jeder Bestellung von einem Art Deco Produkt diese coole Art Deco Tasche mit dazu. Die ist so aus geflochtenem Korb. Sieht super, super edel und sehr, sehr hochwertig aus, solange der Vorrat reicht. Aber ansonsten sind diese Escada Goodies mit dabei, wenn ihr den Code benutzt. Also vielen, vielen Dank an den Thiemann Shop, dass ihr mir und der Community das ermöglicht. Super, super coole Sache. Und 20% auf Art Deco ist gar nicht schlecht, denn Art Deco ist preislich für das, was ich glaube, was sie sein wollen, so eher dieses mittlere High-End, recht günstig. Also ein paar Produkte sind natürlich teurer gewesen, einige waren überraschend günstig und wir werden sie heute testen. Ich habe fast ein Full-Face hier und ich würde vorschlagen, es geht los. Wir starten als erstes mit einer Foundation. Da habe ich mir die High Performance Lifting Foundation ausgesucht, weil die sehr spannend klang. Erstmal Packaging on point. Wir haben diese schimmrige Kappe, so, das ist so Chrom und dann ein Glasflakon aus gefrostetem Glas und die soll longlasting sein mit Goldpartikeln, eine leichte cremige Textur, die mit der Haut verschmilzt und für einen natürlich strahlenden Teint sorgt. Durch die innovative Formulierung erscheint die Haut glatter und straffer, obviously das, was ich brauche, enthält UV-Filter und Vitamin E. Kein ausreichender Sonnenschutz. Okay. Muss ich eine Lanze brechen? Ich liebe Art Deco dafür, dass sie das mit draufgeschrieben haben, weil oft ist es so, ich trage sie mir einmal auf, oft ist es so, dass Firmen draufschreiben, ja, wir haben UV-Filter mit drin und dann so 15 und dann denkt der durchschnittliche Konsument oder die durchschnittliche Konsumentin, die das Produkt kauft, die jetzt nicht vielleicht regelmäßig meine YouTube-Videos oder sonst irgendwelche YouTube-Videos schaut, denkt sich dann, okay, ich habe schon Sonnenschutz mit in der Foundation und Boys and Girls, das reicht nicht. Selbst wenn da drauf steht 50, es reicht nicht. Benutzt bitte immer eine Sonnencreme vorher. Egal ob Sommer oder Winter. Und dass eine Firma raufschreibt, das ist kein ausreichender Sonnenschutz. Große, große Klasse. Ich trage mir die Foundation erstmal wie immer auf einer halben Seite auf, dass wir uns das anschauen können. Und ihr seht schon, farblich passt sie sehr gut. Da bin ich sehr überrascht von mir. Ich habe mich für die Farbe 12 entschieden. Deckkraft ist eher eine Medium Coverage, würde ich sagen. Aber sieht sehr schön frisch aus.
Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung zur Art Deko in die Kommentare schreiben. Da bin ich wirklich super gespannt, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, vielleicht liegt es auch an mir, ne? Also ich schließe jetzt natürlich nicht nur von mir auf alle anderen, auf euch oder auf andere Konsumenten, Konsumentinnen. Bei mir persönlich ist Art Deko so ein bisschen vorbeigegangen, weil ich glaube, es liegt daran, und ich falle gleich mit der Tür ins Haus, dass auch hier die Produkte sehr, das klingt immer doof, massentauglich sind. Also keine Limited Editions, die extrem krass promoted werden, habe ich das Gefühl. Oder das kommt bei mir zumindest nicht an. Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch bin, ne? Ich kann nur von meinen eigenen Erfahrungen und Sichtweisen hier reden. Und alles sehr erwachsen. Genauso wie bei Max Factor. Aber bei Max Factor war es nochmal was anderes. Da gab es einfach viele verschiedene Gründe, warum die Marke so ein bisschen untergegangen ist. Und das sind auch so solide Produkte. Also die gibt es, glaube ich, schon lange. Die Produkte werden meiner Meinung nach selten ausgemustert, vielleicht mal eine Farbe vom Lippenstift oder so, aber so die Standardprodukte wie dieses Magic Fix, das gibt es immer und wird es wahrscheinlich die nächsten 50 Jahre auch bleiben. Und ich glaube, das ist das, was Art Deco so ein bisschen auch verfolgt. Dieses, ja, wir haben Produkte, die vielleicht nicht, wir sind verwöhnt von Limited Editions, glaube ich, aus der Drogerie, ne? Dass jede Woche irgendwas Neues kommt und das braucht ja nicht jeder, sondern der durchschnittliche, die durchschnittlichen Make-up-Konsumenten, die gehen ja immer wieder auf ihre üblichen Verdächtigen hervor. Und ich glaube, das ist eine gute Sache, wenn auch ich das einfach mal teste, um zu sehen, wie performt ein Produkt oder wie performt eine Marke, die ich persönlich selber so ein bisschen unterschätze. Okay, die Farbe sieht wirklich gar nicht schlecht aus und ich finde auch das Finish sehr, sehr schön. Die Deckkraft ist tatsächlich recht leicht. Ich hole euch mal gleich ein Stückchen näher ran. Aber sie hinterlässt so einen schönen reflektierenden Schimmer auf der Haut. Und da sind jetzt keine großen Goldpartikel mehr drin. Gott sei Dank. Aber na, es fühlt sich dann gleich schon so ein bisschen luxuriös an. So könnt ihr auch nochmal meine Hautstruktur erkennen. Also ihr seht natürlich, ne, es reflektiert recht stark. Ich drehe nochmal das Licht ein bisschen. So, die Haut ist super, super wet und jetzt seht ihr auch meine Hauttextur, weil die Softbox überblendet wird. Sehr schön. Also muss ich sagen, Finish gefällt mir gut. Ich bin gespannt, wie sie hält. Ich glaube, dass sie nicht ewig halten wird, weil sie einfach sehr feucht auf der Haut ist und ich nicht das Gefühl habe, dass sie sich settet selber, sondern wir müssen da gleich mit einem Puder lang gehen. Aber vorher möchte ich einen Concealer benutzen. Und das ist das. Und das ist etwas, was mich persönlich so ein bisschen, glaube ich, von der Marke auch abgehalten hat. Ich habe nämlich gedacht, dass alles in diesen kleinen magnetischen Fännchen kommt. Das ist der Camouflage Concealer in der Farbe 8, dass die Sachen alle so Make-up-Artist-mäßig sind. Und ich arbeite mir das jetzt erstmal mit einem Finger hin. Ich bin nämlich nicht so ein Freund von diesen Camouflage-Dingern. Also manchmal ist es in Ordnung als Lidschattenprimer, aber als Concealer selber würde ich jetzt sagen, ist es nicht so mein Vibe. Das Problem ist, die sind zu deckend. Also zu cremig, zu pastig. Und ihr seht, das deckt zwar natürlich ab, aber es verbindet sich nicht so mit der Haut. Also mit so Camouflage-Produkten würde ich persönlich immer wirklich nur punktuell arbeiten. Das funktioniert bei meinen Augenringen aber nicht, weil die Augenringe sind ja nicht wirklich punktuell, sondern die sind halt überall. Und so ein Pickel oder so kann man damit, glaube ich, abdecken unter den Augen. Deswegen nehme ich mal schnell hier einen Concealer, den ich hier habe. Ich habe aber noch ein anderes Produkt und da bin ich ehrlich gesagt so ein bisschen unsicher. Das ist nämlich das hier. Das ist eine Powder Foundation. Die ist sehr, 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 sehr dunkel. Erinnert mich so ein bisschen an Bare Minerals. Kennt ihr Bare Minerals? Ist auch so ein Ding. Also ihr seht, das ist die Farbe 2 und die ist sehr, 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 sehr dunkel. Ich habe aber, clever wie ich bin, mir noch das hier gekauft. Und das finde ich sehr gut, vor allen Dingen für unterwegs. Das ist ein Fixing Powder, was das ganze Make-up wischfest und wasserfest machen soll. Und das ist eine gute Sache. Kommt in so einem kleinen, sehr kompakten Döschen, sind aber ganze 10 Gramm mit drin. Also schon eine Menge. Und ich wollte mir das Ganze jetzt mal zusammenmischen, dass ich so ein bisschen Deckkraft von der Foundation habe. Na, richtige Experimente hier. So, und dann mische ich mir das so ein bisschen. Cool. Wenn es nicht funktioniert, meine Schuld. Wenn es funktioniert, mega. Und dann nehme ich mir einen fluffigen Pinsel. Und jetzt seht ihr hier, ne, es hat so eine leichte Färbung bekommen. Ich arbeite es mir erst in die Hand ein und dann unter die Augen. Wow. Okay. Das war iconic. Es hat funktioniert. Ich habe die Deckkraft so ein bisschen von der Mineral Foundation bekommen. Es hat extrem mattiert. Seht ihr das, ne? Also hier ist es speckig. Hier ist es Porzellan. Okay, Kombi ist fantastisch. Schaut mal, wie schnell und einfach das geht. Und ich habe einfach nochmal
extreme Coverage dazu bekommen, obwohl ich nicht viel Produkt benutzt habe. Krass. Und das ist das, was mich dazu motiviert, diese Videos zu machen, weil ich schließe automatisch so ein bisschen von mir auf andere. Und wenn ich selber weiß, okay, ich schaue ja selber viele YouTube-Videos, ne? Und ich sehe, dass nicht oft über diese Produkte geredet wird, dann schließe ich darauf, dass niemand darüber redet. So, also zumindest in der YouTube-Welt nicht. So, aber das hier ist ja wunderschön. Die Foundation ist jetzt eine Full-Coverage-Foundation geworden. So ein bisschen Reflexion kommt noch durch. Und wenn wir das Ganze gleich setten mit einem Spray, ist das super. Ich habe nicht gebaked, Augenringe sind fast komplett weg. Wir könnten jetzt, komm, wir probieren es nochmal, wie das aussieht, mit dem Rest, den wir hier in der Kappe haben, unter die Augen gehen und dann brightet das, weil ich konzentrierter arbeite. Okay, super. Also das hat richtig Spaß gemacht und sieht cool aus. Wir haben ein Produkt, da bin ich mir so ein bisschen unsicher. Das ist hier ein Bronzing Powder Compact. Soll auch long-lasting sein. Ich glaube, dass Art Deco eher so Stage-Make-up, TV-Make-up, Künstler-Make-up ist. So Make-up-Artisten-Make-up, ne? Die Formulierungen sind alle sehr long-lasting oder sollen zumindest long-lasting sein. Es sieht auch alles sehr nach Make-up-Artist aus. Und das ist manchmal eine gute Sache, um einfach Produkte zu haben, die langlebig sind. Wir haben hier nämlich einen Compact, der soll bronzen und konturieren, denke ich mal. Ich nehme erstmal nur die eine Seite. Sehr hochwertige Verpackung auch, muss ich sagen. Und das stempel ich mir erstmal hier hin und wir schauen mal, wie die Farbe aussieht. Ja, die ist recht soft. Ihr seht einen sehr schönen gebronzten Ton. Er ist recht warm, ne? Also, das muss man sagen. Aber was ich gerade so verrückt finde, ist, dass sich durch diese Puderkombination alles so ein bisschen weicher ineinander verblendet. Weil so eine Puderfoundation alleine würde ich persönlich nicht tragen, weil ich immer das Gefühl habe, das deckt nicht, das ist crusty, das ist cakey. Aber in dem Moment, wo ich eine Foundation mit drunter habe, sette ich die, fixiere die damit und habe zeitgleich noch eine extrem höhere Deckkraft. Okay, wir sind mutig und gehen mal in die kühlere Farbe. Die sieht so ein bisschen grünlich aus. Girl. Seht ihr? Also das ist jetzt sehr stark, natürlich, ne? Also klar. Aber was ich so bemerkenswert gerade finde, dass die Farben sehr weich ineinander übergehen. Also ihr seht jetzt keine extrem harte Kante und ich gehe jetzt nochmal mit dem Pinsel von eben hier rüber und blende das so ein bisschen aus und dann sieht das Ganze, klar, es ist viel Make-up, aber habt ihr mich schon mit wirklich wenig Make-up gesehen? Okay, ich bin richtig motiviert jetzt. Wir haben einen Blush. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Das finde ich persönlich halt immer, das mag ich nicht. Aber vielleicht habt ihr schon eine Lifil Cosmetics Palette, da könnt ihr diese Magnetdinger reinmachen. Ich glaube, Art Deco hat auch selber welche, gibt es auch bei Thiemann. Das ist die Farbe 30. Bright Fuchsia Blush. Das ist halt so typisch Make-up-Artist, ne? Man spart Platz, man braucht keine Compacts, es geht wirklich nur ums Produkt. Und demnach sind die Hopes auch high. Ich bin verliebt in diese Base gerade. Ich nehme Stippling Brush hier von Make-up Coach. Gehe hier rein, hat Kickback, ist ein sehr schöner rosa Ton. Und den arbeite ich mir hier. Oh, ich wusste nicht, dass da Schimmer mit drin ist, aber ich lieb's. Sehr pigmentiert. Und das Krasse ist, ich finde, in der Kamera sieht es noch viel intensiver aus als im Real Life. Ich glaube, das ist wirklich Kamera, Picture, Photo Make-up. Wow. Also der Blush Favorite, weil ihr braucht keinen Highlighter mehr, ne? Ihr habt einen Blush. Von vorne ist er intens, von der Seite ist er glowy. Er passt sich an, er schmilzt schön mit rein. Geht jetzt hier nochmal so ein bisschen überall rüber, um alles aufzuwärmen. Jetzt schauen wir auf die Augenbrauen. Da gibt es ein Produkt. Das ist jetzt persönlich, finde ich, nicht so spannend. Vielleicht interessiert euch Augenbrauenprodukte selber. Nee, ihr habt das Freitag seht. Nee, nächsten Montag seht ihr das. Da habe ich die Kylie Cosmetics Produkte benutzt. Da habe ich halt was zu Augenbrauenprodukten gesagt. Problem Nummer eins, ich krieg's nicht auf. Wir haben ein Augenbrauenpowder hier. Ja, da bin ich immer vorsichtig mit sowas. Na, das kann ganz schnell in die Hose gehen. Dann habt ihr hier, seht aus wie so eine gefleckte Kuh. Und auf der anderen Seite haben wir ein Augenbrau-Bubi hier. Die Farbe gefällt mir persönlich sehr gut, lässt sich gut auftragen und ist nicht so waxy. Also das ist sehr cremig, aber nicht so wachsig, ne? Und mit dem Puder könnte man das dann theoretisch setten. Ich mach das nicht. Also mit Puder, Augenbrauen, mit losem Puder vor allen Dingen. Nee, da bin ich vorsichtig. Aber schön. Ich habe halt, ihr werdet sehen nächsten Montag, ich habe halt was zum Thema Augenbrauen gesagt.
weiß nicht, ob man viel Geld für Augenbrauenprodukte ausgeben sollte. Sieht schön aus. Wir haben eine Lidschattenpalette. Und auch da bin ich jetzt sehr gespannt. Jetzt sind nämlich, das hat sich jetzt im Video verändert. Ich dachte erst, langweilig, alles so ein bisschen Standard-Make-up. Obviously not. Diese Lidschattenpalette ist genau das, was ich gedacht habe. Standard, wunderschönes Packaging, by the way. Ne? Also wir haben hier so eine Holo-Folie und dann steht Art Deco Eyeshadow Palette Nude. Die Palette ist halt eine Standardpalette, könnte auch von Catrice so sein oder von Essence oder aus einer Limited Edition aus der Drogerie. Jetzt, wo die anderen Sachen aber so gut geworden sind, hoffe ich, dass die Pigmentierung hier genauso ist wie alle anderen Produkte. Und dafür hole ich euch wieder ein Stückchen heran. So seht ihr die Base auch nochmal von Namen. Ich bin extrem begeistert. Also der Blush bleibt definitiv gleich hier liegen. Auch mit dem Contouring. Ne? Das ist schon doll, aber es ist irgendwie wunderschön. Ich starte mit einem kleinen, fluffigen, ja, mehr oder weniger Blende-Brush und gehe in die Farbe Hazelnut. Das ist ein matter, brauner Ton hier. Sieht ganz gut pigmentiert aus. Spiegel ist auch mit drin. Und den stempe ich mir hier erstmal in die Lidfalte. Okay, lässt sich gut aufbauen. Ist jetzt natürlich nicht die dunkelste Farbe, glaube ich. Vielleicht ist sie das doch. Das weiß ich halt. Ja, die ist noch ein Stückchen dunkler. Die benutzen wir gleich. Die Texturen sehen tatsächlich recht spannend aus. Auch nicht so pudrig. Also nicht so klassisch Drogerie-Lidschatten, die ja meistens sehr, sehr dry sind, so trocken. Die sehen so ein bisschen feucht auch im Fännchen aus. Und ausblenden tue ich das mit der Farbe Cappuccino. Das ist so ein schönes Transition Shade Braun. Und gehe hier einfach leicht rüber und jetzt schauen wir mal, ob sich die Farben ausblenden lassen. Ja, ne, also das, dadurch, dass sie so feucht sind, kleben sie halt sehr gut auf dem Auge. Also ich kann mir vorstellen, dass sie sehr lange auf dem Auge sind, aber ich würde vielleicht nächstes Mal mit der helleren Farbe anfangen, anstatt mit der dunkleren. Aber es geht, ne, also es ist jetzt Meckern auf hohem Niveau. Ganz leicht hier in die Farbe Vanilla Bean. Das ist so ein Schwarz, aber es hat Schimmer mit drin und ich dunkel mir das hier außen nur ganz leicht ab. Oder lassen wir es heute mal hell? Nee, kommt hier ein bisschen. Wisst ihr? Dass ich das so ein bisschen vertieft kriege hier hinten. Und jetzt kommen wir zu den Schimmertönen. Und ich gehe einfach mit dem Pinsel in die Farbe Caramelized dran. Das sieht sehr texturiert aus. Und die Farbe Tibet ist auch schön. Sieht so ein bisschen aus wie aus der Hattie-Palette. Also muss man auch mal sagen, ist es schön. Crazy. Ich verdunkel mir das außen mit der Farbe Bronze. Jetzt mische ich mich hier so ein bisschen rein, um den Übergang zu haben. Und unten gehe ich in die Farbe Hazelnut. Schön! Kann ich nicht sagen. Braucht man so eine Neutral-Palette? Ich weiß es nicht. Ich finde die Texturen sehr, sehr spannend. Ne? Also ihr habt wirklich, ich muss sie euch nochmal swatchen hier, die Farbe Tibet. Das ist dieselbe Textur wie aus der Hatice Schmidt Holy Palette, diese Alcor, dieses Blau und dieses Rot, wie so ein feuchter Ton, der sehr, sehr natürlich aussieht. Kann ich mir auch gut als Blush vorstellen. Apropos Lippen, bevor wir das machen, haben wir noch eine Mascara. Das ist die Full Wave Curling Mascara. Packaging auch hier top. Das Bürstchen, seht ihr, ist so ein bisschen geschwungen. Da weiß ich immer nicht, wie man sie am besten aufträgt. Biegt es die Wimpern sehr schön nach oben. Curling und Lengthening, wasserfest weiß ich jetzt nicht. Steht zumindest nicht drauf. Ich bin auch, wie gesagt, nur einmal reingegangen und, oder beziehungsweise ich habe es rausgeholt und konnte komplett alles mitmachen. Ist gut. Sieht schön aus. Ich schaue mal runter, dass ihr es sehen könnt. Macht schön schwarz. Okay, jetzt kommen wir zu den Lippen und da bin ich ein bisschen gespannt drauf, denn vielleicht kennt ihr dieses Magic Fix. Das ist das krasseste Produkt überhaupt. Ich weiß nicht, warum es nicht noch von mehr Marken gibt. Das macht jeden Lippenstift zu einem 10 Tage haltenden Liquid Lipstick. Das ist verrückt. Ich habe hier erstmal Lippenstifte. Die Farbe 912. Packaging ist wunderschön. Ein Rosaton. Ja, könnte ein bisschen zu doll sein vielleicht. Und dann habe ich mir noch die Farbe 825 ausgesucht. Ja, die ist so ein bisschen natürlicher. Und dafür benutzen wir aber vorher noch einen Lip Liner. Der in der Farbe 17 ist. Ein Mineral Lip Styler. Du merkst schon einen Unterschied zur Drogerie, allein von der Haptik. Ne? Hier ist wie so ein, kennt ihr noch diese, in der Schule hatten wir diese, nach den Füllern kamen die dann mit so einer Kugelschreiberspitze. So fühlt sich das an. Farbe ist jetzt nicht meins. Ich habe sie mir ein bisschen dunkler vorgestellt. Aber wir benutzen jetzt diesen Lippenstift. Sehr cremig. Und egal, ob ihr euch einen Lippenstift kauft oder nicht, dieses Magic Fix, das ist krass. Der Lippenlook passt gar nicht zum Look, aber egal. Das ist so ein kleines Fläschchen, ähnlich wie so ein Nagelhärter. Riecht auch ein bisschen wie Desinfektionsmitteln. Ihr habt so einen Pinsel und damit geht ihr einfach rüber. Und das trocknet gleich an.
Und dann bleibt das da Ding. Ganzen Tag. Wie gesagt, meine Mutter schwört da drauf, das kriegt meine Mutter auch gleich. Könnte es dann so ein bisschen einarbeiten, dann hält das natürlich noch ein bisschen besser. Und Freunde, ich würde fast sagen, das war ein riesengroßer Erfolg für mein Gesicht. Ich fühle mich gut, ich fühle mich schön, bin stark geschminkt, Augen sehen toll aus, Base sieht toll aus. Jetzt mit dem Lippenstift, die Kombination passt auch und ihr merkt, so langsam wird es ein bisschen matter auf den Lippen. Ganz ehrlich, ich nehme alles zurück, was ich jemals gedacht habe über die Marke. Sehr schöne Qualität, preislich völlig in Ordnung für das, was es am Ende ist, ne? Wir haben gutes Pigment, wir haben gute Inhaltsstoffe, wir haben gute Texturen, wir haben schönes Packaging, sehr schlicht teilweise, aber ich glaube, durch dieses schlichte Packaging und diese reduzierten Sachen, ich meine, schaut mal, dieses Ding, das hat mich umgehauen und das Packaging ist davon extrem cheap. Das heißt also, das Produkt am Ende kann für den Kunden auch viel, viel günstiger sein. Und das ist etwas, was ich super, super gut finde. Gefällt mir gut, der kommt definitiv hier gleich an meinen Spiegel ran, wird hier fixiert, damit ich den immer wieder bei mir habe. Ich bin super gespannt, was ihr zu den Produkten sagt. Schaut unbedingt bei Thiemann vorbei. Ihr kriegt nämlich drei Goodies von Escala. 20% Rabatt und bei jeder Artikelbestellung, solange der Vorrat reicht, diese Bag. Vielen, vielen, vielen Dank. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Ich fühle mich gut und ich hoffe, ihr hattet auch ein wenig Spaß. Falls es so war, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Freunde, wir sehen uns am Freitag wieder.